ein Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment & Banking. Heute begrüße ich sehr herzlich Ralf Heim von Finnsight. Hallo, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich starte wie immer mit der Frage, wer bist du, was machst du und wie bist du beruflich dahin gekommen, wo du heute stehst? Ja, danke. Also Ralf Heim, mein Name. Ich habe die Finnsight vor 5 Jahren gegründet, bin mit 2 Mitgründern. Ursprünglich Softwareentwickler, angefangen mit 16, viel Datenbanktechnologie zu schreiben. Damals gab es so Data Warehousing, das war so ein Thema, was neu war. Und damit dann halt immer mehr in die Technologieunternehmen-Ecke gegangen, habe dann Technologieunternehmen im Ruhrgebiet mit aufgebaut. Und dann, als das so im Verkauf war, gerade mit Friedhelm und Stefan darüber nachgedacht, wie man eigentlich im Finanzmarkt die Intelligenz reinbringen kann, die andere Unternehmen schon längst, sag ich mal, haben, die aber Kunden einer Bank gar nicht bekommen. Okay, aber nochmal 3 Schritte zurück. Wo bist du aufgewachsen? Ah, okay. Fangen wir ganz, dann nochmal 4 Schritte. Also, das geboren, Kind. Genau, geboren bin ich in Südamerika, auf einer Insel, nähe Chile. Isla de Pascua, Osterinsel heißt sie. Da haben meine Eltern ein paar Jahre Zivilisationsausbruch gemacht und für sich alleine gelebt. Ach, ich hätte jetzt gedacht, dein Vater oder deine Mutter war vielleicht im diplomatischen Dienst, aber nein, ganz andere. Ganz andere. Okay, aha. Also wirklich eher komplett von Selbsternährung und eigenes Haus bauen auf einer kleinen Insel und so, also eher diese Ecke. Mein Vater ist aber gelernter Softwareentwickler, also okay. Tatsächlich dann, wir sind dann zurückgezogen, da war ich noch weniger als 2 Jahre alt. Das heißt, du hast gar keine Erinnerung an... Nee, also ich bilde mir ein, genau, also ich bilde mir manchmal noch ein, so Fetzen im Kopf zu haben, aber eigentlich nicht. Nee, genau, und dann sind wir zurückgezogen und dann im Münsterland aufgewachsen, also Borken. Dann im Ruhrgebiet bei einer Firma damals mit eingestiegen, relativ früh, die auch sehr stark gewachsen ist, die Kundus AG damals, sind wir von 20 auf 260 Leute gewachsen innerhalb von 6-7 Jahren. Und währenddessen habe ich BWL studiert, aber eigentlich vom Hintergrund her mit 16, wie gesagt, angefangen als Softwareentwickler und dadurch immer so ein bisschen beides miteinander verbunden, also Technologieunternehmertum mit betriebswirtschaftlichem, sag ich mal, Ausgestaltung von Unternehmen. Das heißt, du hast das so ein bisschen Learning by Doing gemacht, gerade so dieses ganze Programmieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also abgedunkelter Raum und irgendwie 5 Computer um dich rum? Also ich glaube, wenn du wirklich so zurückgehst oder wenn du jetzt heute meinen CTO oder unseren CTO Stefan fragen würdest, dann würdest du das, was ich damals gemacht habe, nicht mehr Programmieren nennen. Das war damals so die Zeit, da kam HTML in breiten Einsatz, also Webseiten bauen und später halt, indem man auch angefangen hat, so Payment-Formulare reinzubauen, also Ordering reinzubauen in die Webseiten, kamen auch Datenbanken dazu. Und von da aus bin ich halt eben in die Datenbanktechnologie gegangen und habe mir dann so, das war SQL-Server-basierte Systeme, die man dann genutzt hat, um Reporting zu bauen für Unternehmen. Das war quasi der ganze Hintergrund. Learning by Doing, ganz viel, ja. Ein bisschen mein Vater hat auch ganz viel beigetragen. Und wenn man 16 ist und das Glück hat, dass der Vater denselben Namen hat wie einer selbst, also mein Vater ist auch Ralf Heim mit dem zweiten Vornamen. Okay. Ja, dann darf man als 16-Jähriger auch manchmal, kann man zumindest Sachen machen, die man als sonst normaler 16-Jähriger nicht machen kann, weil der Vater selber als Softwareentwickler eine Firma hat. Und dann hat er deine Technologie sozusagen unter seinen Namen verkauft? Nein, so weit will ich nicht gehen, aber man hat halt schon gemerkt, irgendwie, dass man ein paar Gemeinsamkeiten hat. Und dann haben wir teilweise, da habe ich in der Logistik gearbeitet, hat er teilweise abends nochmal geholfen, mir die Datenbanken zu bauen. So war er die Genese da. Hatte dein Vater oder sind deine Eltern denn Unternehmer dadurch, dass oder ist er selbstständig als Entwickler? Oder wo kommt sozusagen auch dein Gedanke her, Unternehmensgründer zu werden? Braucht er manchmal so ein bisschen erstmal sozusagen das Gefühl dafür, was es überhaupt bedeutet, Unternehmer zu sein? Und viele, die eben nicht aus Unternehmerfamilien kommen, wissen eben gar nicht, worauf sie sich einlassen. Ja, das war bei uns eher ein bisschen anders. Also mein Vater ist Unternehmer gewesen, ja, aber ist damit nicht ganz glücklich auch in die Insolvenz gegangen damals. Also es war eher eine sehr harte unternehmerische Schule so gesehen. Ich hatte aber immer so den
den Druck in mir, das auch machen zu wollen, also diese Eigenständigkeit zu haben und deswegen auch mit 18 das erste Mal dann, als ich dann voll geschäftsfähig war, auch das erste Mal was gegründet oder angefangen und das war halt immer schon ein bisschen so Teil der DNA, auch wenn das im Elternhaus nicht so gut gegangen ist. Mhm. Da hat mein Vater mir auch immer gesagt, hey, wenn du das machst, das könnte besser klappen, also er ist wirklich reiner Informatiker. Mhm. Ich habe mich dann halt auch immer sehr viel um betriebswirtschaftliche Modelle gekümmert und sehr viel dafür interessiert, wie man eigentlich so Firmen aufbaut. Das heißt, deine Eltern haben dich also auch schon sehr früh in deinen Bestrebungen, Unternehmer zu werden, unterstützt? Ja, das schon. Mhm. Okay. Das schon, genau. Und viel war dann auch, dass man selber in so einem Unternehmen gesehen hat, was Wachstum bedeutet. Also dieses Unternehmen, wo ich dann dazugekommen bin, als es noch sehr klein war. Das haben wir dann aufgebaut auf die 260 Mitarbeiter. Das war natürlich auch ein Wachstumspfad, den man miterlebt hat. Und auch das hat natürlich ganz viel geprägt. Ja, na klar. Mhm. Wie alt warst du dann, als du da raus bist? Da war ich 27. Mhm. Also es war ein unheimlicher Ritt. Also ich habe früher als Freiberufler die Datenbanken gemacht. Dann habe ich dort 4-5 Firmen bedient als Kunde. Und irgendwann habe ich halt die Kundus AG kennengelernt dann. Und das war dann halt eine Zeit von 5-6 Jahren, in der das unheimlich stark gewachsen ist, das Unternehmen. Und bis zum Verkauf der Software an SAP und dann der Beratungssparte an PwC haben wir da unheimlich viel Learnings aufgebaut in der Zeit. Und dadurch war das auch irgendwie so der Hunger, dass man gesehen hat, so kann man Softwareunternehmen auch aufbauen. Das sind so die, oder in dem Fall war es ein sehr dienstleistungsorientiertes Softwareunternehmen noch, aber dann kam der Wunsch in mir, halt mehr softwareorientiertes Softwareunternehmen zu machen. Und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und wann bist du dann nach Berlin? Wir sind heute in Frankfurt. Daran sieht man, dass ich selbst in Berlin lebe. Mhm. Also heute sind wir in Frankfurt bei Finzeit. Ja. Wann bist du dann hierher gezogen? Hierher gezogen erst letztes Jahr. Mhm. Also wir haben die Finzeit in Frankfurt angesiedelt vor vier Jahren mittlerweile. Mhm. Einfach weil wir Bankensoftware machen, da ist es sehr naheliegend, die Firma in Frankfurt zu haben. Weil Banken sind alle entweder mal da oder haben ihren Hauptsitz dort oder selbst die ausländischen Banken sind öfter mal vor Ort. Mhm. Das heißt, wir haben einfach ganz, ganz viel Schnittstelle so zu den Kunden. Und die Idee nach Frankfurt zu kommen kam halt daher, weil eigentlich ursprünglich sind wir drei aus dem Ruhrgebiet und haben eigentlich auch erst überlegt, dort zu gründen. Aber dann gesagt, eigentlich, ja, nee, es macht nur Sinn in Frankfurt. Aber ihr habt ja noch weitere Standorte. Genau, also wir haben Entwicklungskapazitäten, das wird jeder Gründer wahrscheinlich mehr oder weniger bestätigen können. Ist so, dass es in Deutschland sehr, sehr schweren Zugang zu Entwicklern gibt und wir sind jetzt heute über 70 Leute, das heißt, wenn man sehr, sehr schnell einen guten Pool an qualitativ hochwertigen Leuten dazugewinnen will, mhm. dann ist es fast kaum möglich in Deutschland. Mhm. Da muss man gucken, dass man sich Standorte aufbaut. Wir haben das damals in Peru angefangen, über eine persönliche Connection von meinem Partner Friedhelm. Mhm. Haben dann das in Kiew, das zweite Office dann gemacht, über eine bestehende Firma, die dort gibt, also als Kunden, Lieferantenbeziehung eher. Und jetzt bauen wir gerade das dritte auf. Und so merken wir halt immer, dass wir, wenn wir in einer gewissen City viele, viele Entwickler finden können, das deckelt sich aber auch irgendwann, also irgendwann wird es auch wieder zu eng, weil einfach die Profile weniger werden, die sich bei einem bewerben oder halt einfach wir merken, dass wir da nochmal schneller wachsen müssen, dann gehen wir zum Beispiel in ein weiteres City und gucken uns dort mit vertrauten Kontakten halt an, wie wir dort ein Center aufbauen. Das heißt, ihr habt in den anderen Standorten hauptsächlich Entwicklungskapazitäten und nicht noch operativ, dass ihr dort... Mhm. Genau so, ja. Okay, jetzt hast du ja einen recht ungewöhnlichen Geburtsort. Ist das sozusagen in deiner DNA verhaftet? Bist du viel unterwegs im Ausland? Hast du im Ausland studiert? Reist du viel? Ja, reisen viel auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass eine internationale DNA da ist. Also wir sind, glaube ich, bei Finzer, haben wir mal nachgezählt, dass wir, glaube ich, mittlerweile dürfen wir knapp über 10, 12, 13 Leute sein, die in Deutschland geboren sind und nur Deutsch sprechen. Oder beziehungsweise sprechen alle Englisch, aber die so wirklich rein deutsches Heritage haben. Ja. Woran du gerade merkst, also wir sind wirklich eine internationale Firma und das ist auch was, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Wir haben hier sehr viele unterschiedliche Kulturen zusammen. Für mich war das in einem anderen Staat oder in einem anderen Kontinent also geboren zu sein, war für mich immer wie sowas wie eine Art Befreiung oder eine Rückzugsmöglichkeit, weil man sagt halt, also die Osterinsel ist jetzt eine Insel, aber es war halt immer klar, dass man, wenn alles daneben geht und wenn wirklich hier alles mal falsch laufen soll, und gar nichts klappt, kann man immer noch dahin zurück. Das wäre eine Option. Das war damals etwas, was es mir leichter gesagt hat, zu sagen, ich gehe jetzt in die Gründung. Yeah. Weil ich gesagt habe, du,
am Ende, man lebt einmal und das Leben kann man immer schön machen. Und wenn das jetzt als Unternehmer nicht schön werden sollte, dann kann man das auch woanders schön machen. Aber so war halt dann für mich das Wichtigste immer, dass das Leben nicht vor sich hin plätschert, sondern dass man sich eigentlich diese Entscheidung sehr bewusst macht. Aber das heißt, du würdest dann eher richtig weit weggehen, als irgendwie nach Norderney zu ziehen oder so? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade auf Norderney komme. Nee, also ich glaube die Frage, unser Anspruch hier mit Finnzeit ist es, eine internationale Firma aufzubauen. Mhm. Das heißt auch, wir wollen erstmal Europa, wir machen jetzt mittlerweile über 30% des Umsatzes außerhalb von Deutschland. Das heißt, wir wollen das immer mehr ausbauen in andere Länder. Und diese internationale DNA ist auch etwas, was wir unseren Kunden klar vermitteln wollen. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, wenn man deutschsprachige Kunden hat, dann auch mal sagen zu müssen, wir haben jetzt jemanden, der Deutsch kann, ja, aber können wir es auch in Englisch machen, wenn das für euch okay ist? Einfach, weil wir diese DNA in der Firma hochbringen wollen. Ist das in der etablierten Bankenlandschaft ein bisschen schwierig noch manchmal, dass sozusagen, wenn eure Sprache eher Englisch ist, dann... Also in Deutschland ist es manchmal eher schwieriger. Also es kommt immer darauf an. Also in ausländischen Banken, Italien zum Beispiel ist auch sehr domestic, also da ist auch so, dass man eher Italienisch sprechen können sollte. Also wir versuchen das auch immer im Team abzudecken, dass man sagt, wir haben auch unterschiedliche Sprachtypen. Wir haben sehr viel spanischsprachig durch die Peru-Connection. So gucken wir, dass wir auch sprachlich sehr breit aufgestellt sind, auch im Vertrieb sprachlich weiter aufgestellt sind, und das ist schon der Teil des Ganzen. Aber klar, wir müssen mit deutschen Kunden auch Deutsch sprechen können. Das ist dann auch mal eine Anforderung. Es gibt ein paar, wo es wirklich komplett auf Englisch geht, aber das ist dann ja vielleicht mittlerweile die Hälfte schon. Ja, okay. Aber wenn du dir nochmal aufs Ausland zurück, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, welches würdest du nehmen zum Leben? Was bietet für dich die höchste Lebensqualität? Puh, also ich glaube, Südafrika ist ein tolles Land. Jetzt war ich vor ein paar Jahren mal im Urlaub. Fand ich immer ein sehr tolles Land, auch was die Infrastruktur und die auch so das ganze Leben, die Lebensqualität angeht. Aber ich glaube, am Ende haben ganz, ganz viele Länder wunderschöne Plätze, wo man auch was machen kann. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, was die Wertschöpfung ist, die man erreichen möchte in diesem Land. Also wenn man jetzt sagt, man möchte nur noch leben, man möchte gar nicht mehr irgendwie ein Unternehmen aufbauen, dann ist natürlich sehr viel einfacher, in ein Land zu gehen wie Südafrika. Wenn man dort ein Unternehmen aufbauen will, dann ist natürlich, glaube ich, sehr, sehr schwer durch die ganzen lokalen Regularien, die es mal zusätzlich gibt, die gar nicht so ohne sind. Mhm. Von daher, ich glaube, das ist immer so eine Frage des Lebensmodells. Also heute, mit dem Alter heute und mit der Situation der Finnzeit fühle ich mich sehr wohl in Deutschland. Europa wäre aber jedes andere Land auch eine Option. Es hätte auch Amsterdam werden können. Also es war wirklich, wir haben lange hin und her überlegt, ob wir die Firma nach Köln, nach Frankfurt, nach Brüssel, nach Amsterdam oder nach Wien vielleicht zu ersetzen. Ah ja. Das wäre eigentlich gar nicht so entscheidend gewesen. Wir haben uns dann für Frankfurt halt entschieden, eben wegen der Kundenzentralität. Ja. Die ja auch hier im Radius von 2 Kilometern sitzen. Ja, ja. Also ganz viele Termine laufe ich einmal rüber oder schwinge ich auf dem Fahrrad und fahre rüber. Also es ist super eng, die Stadt ist klein, also man kann alles sehr, sehr schnell erreichen. Das stimmt, ja. Wäre Berlin eine Option gewesen? Ich meine, viele sagen ja, man muss nach Berlin irgendwann ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Das ist natürlich jetzt für Bankensoftware wahrscheinlich ein bisschen anders, aber klappt das auch ohne Berlin? Also ich glaube absolut ja. Also ich glaube, Berlin ist eine tolle Stadt auch, keine Frage. Ich denke, bei Bankensoftware hast du 3-4 Besonderheiten. Das ist einmal, du brauchst Banken-Know-how, du brauchst Software-Know-how, du brauchst Kundennähe. Und du brauchst Distanzen, die kurz sind zu anderen Kunden. Wenn man jetzt sagt, wir haben uns für uns jetzt relativ schnell gestartet mit Benelux und mit Schweiz und Österreich und Deutschland. Das heißt, für uns war es immer sehr wichtig, dass wir auf der Karte nicht zu große Wegstrecken zwischen den Ländern haben. Wie gut ist das Netzwerk in Frankfurt unter den Startups in dem Bereich? Das ist echt, also ich weiß nicht, ich würde es gar nicht, das ist eine gute Frage, ich glaube, da ist Berlin stärker. Also ich denke momentan in Frankfurt sind die Startups sehr unter sich, und es gibt auch gar nicht so viele in der richtig großen Ordnung. Es gibt so ältere, etablierte Spieler wie Solactive, die es schon seit vielen Jahren gibt. Es gibt so, in unserer Größenordnung gibt es dann zum Beispiel eine Clark auch noch, die hier sitzt, oder jetzt in der jüngeren Größe dann eher sowas wie Finanzguru noch oder Fintiba. Also gibt es schon ein paar, mit denen man sich auch mal austauscht, das schon.
oder jetzt SafeDroid oder Wamo. Wamo mittlerweile ja auch verkauft, aber das war schon immer so ein bisschen Austausch da, das Jahr, aber ich glaube, da gibt es so more vibrant communities, glaube ich, als jetzt die Frankfurter. Mhm. Woran liegt das? Hast du da eine Idee? Sehr gute Frage wieder. Ich glaube, es liegt daran, dass jeder hier für sich versucht, sehr guten Umsatz zu machen, also sehr gut voranzukommen. Ich glaube, was oftmals Unternehmer eint, ist entweder Fundraising oder Kunden, also die Schnittstellen nach außen. Fundraising oder Kunden oder Bewerber oder sowas, das eint einen oft, also wenn man sich irgendwie organisieren muss. Und bei Berlin ist es, glaube ich, ganz viel die Fundraising-Connections. Mhm. In Frankfurt ist es eher so, dass man viel über Kunden spricht, ist so mein Gefühl, im Vergleich zu Berlin, wo es mehr um die Investoren geht. Ja, genau. Habt ihr Investoren mit an Bord? Null. 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 Das dachte ich mir. Wie habt ihr es geschafft, sozusagen bis an diesen Punkt zu kommen? Und was bedeutet das auch als Gründer, sich gegen Investments zu entscheiden? Ja, das ist etwas, das muss man sich sehr gut überlegen. Ich glaube, dass nicht jedes Modell dafür geeignet ist. Bei Enterprise-Software hast du immer die Situation, dass du Lizenzen auch upfront mal verkaufen kannst, dadurch dich vorfinanzieren kannst. Du hast die Situation, dass du Implementierungsaufwendungen nochmal mit hast, die auch Cash bringen. Dadurch hast du die Möglichkeit, wenn du ein bisschen Cash mitgebracht hast, das am Anfang vielleicht vorzufinanzieren und mit den ersten Kunden schon relativ früh Cashflow zu generieren. Bei uns ist es so, dass die Ticket Sizes, wie man es immer nennt, also das, was so ein Kunde bei uns kauft, eher im hohen sechsstelligen oder mittleren bis hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich sind und damit halt auch ein, zwei Kunden mehr schon heißt wieder deutlich mehr Umsatz. Und damit ist es so, dass man so ein Modell auch selbst bootstrappen kann. Mhm. Das würde ich nicht jedem Gründer empfehlen, nicht für jedes Modell. Also ich würde es immer abhängig davon machen, wie die groß die Ticket-Sizes sind und wie viel auch man selber Ruhe hat schon. Mhm. Wir hatten alle drei schon die Situation, dass wir vorher unternehmerisch tätig waren. Mhm. Das heißt auch eine gewisse Ruhe in dem Thema und konnten dadurch auch etwas unbeschwenkter, beschwerter aufspielen. Ach so. Mhm. Und was bedeutet das für uns heute? Also es hat uns enorm viel Freiheiten gegeben. Ich meine, klar, irgendwie so ein paar Millionen mehr auf der Bank fände man auch mal irgendwie ganz cool, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, gerade eher so, dass die strategische Freiheit, sich in der Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln oder selbst auch zu bestimmen, dass man nochmal mehr ins Invest gehen will, anstelle nur noch versuchen, quasi mit dem bestehenden Produkt einen höheren Umsatz zu erzielen, dass man diese Strategie sag ich mal, sehr frei treffen kann. Und das ist, wenn du einen Investmentfonds drin hast, der 5 bis 7 Jahre auscashen will, der dann sagt, ja, aber dieses Investment möchte ich nicht mehr mitmachen, weil diesen Teil der Software, ja, der ich mhm. möchte früher verkaufen und so weiter, guck erstmal, dass du das Bestehende groß machst. Ich glaube, ganz viel dieser Mentalität, Fokus, nur skalieren und Hauptsache schnell viel Geld oder viel Bewertung, der ist nicht immer strategisch der Beste, mhm. weil es halt doch eine enorme Kurzfristorientierung ist. Aber das setzt ja voraus, was du ja auch sagtest, es braucht schon auch so eine gewisse Ruhe. Aber du wirkst auf mich wie ein doch sehr agiler Mensch. Also freut mich. Täuscht das? Oder würdest du eher sagen, nein, eigentlich habe ich diese Ruhe und oder ich muss mich dazu zwingen, das auszuhalten? Ich meine, was du schon sagst, wenn so jetzt die letzten Jahre gab es Fundingrunden oder auch Anfragen an uns, die gehen dann schnell in die Richtung mehrere Millionen. Auch Bewertungsvorstellungen von den Investoren dahinter, die sind natürlich dann dementsprechend hoch. Dann muss man schon mal überlegen, ist jetzt nicht doch der Punkt, das zu machen? Und das muss man jedes Mal wieder neu entscheiden. Das Interesse ist auf jeden Fall da, was irgendwie ganz cool ist, was aber auch gleichzeitig, genau wie du sagst, so ein bisschen wie so eine Stimme im Hinterkopf immer ist, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Mhm. Und ich glaube jetzt aktuell entscheiden wir es immer wieder von Jahr zu Jahr und sagen jetzt wieder, wir haben einen relativ klaren Fahrplan, wie wir jetzt auf die nächste Umsatzschwelle kommen, was wir im Produkt brauchen. Wir wissen, dass wir es auch ohne Geld hinbekommen. Mhm. Und mittlerweile sind wir auch in einer großen Ordnung, wo man mittlerweile auch Kredit finanzieren kann. Mhm. Und deswegen haben wir uns eigentlich bisher immer wieder dagegen entschieden, trotz der nagenden Stimme, die sagt hier, du kannst mittlerweile eine riesen Millionenbewertung aufrufen und dafür Geld einnehmen und auch noch einen Teil mit auscashen und so. Haben wir immer gesagt, das ist eigentlich für uns wichtiger, dass wir das strategische Potenzial, das wir in der Firma leben, auch ausleben können. Kannst du danach besser oder schlechter schlafen, wenn ihr ein Investment abgelehnt habt?
Besser. Also das denke ich, also immer generell besser, weil ich glaube, jede Verpflichtung, also wenn du ein Investment aufnimmst, hast du eine Verpflichtung, die du aufgenommen hast. Das heißt, jemand hat dir 20 Millionen gegeben und will dafür 200 Millionen zurück. Mhm. Oder 150 oder vielleicht auch nur 80, aber in der Range auf jeden Fall. Das heißt, dann musst du dir auch überlegen, wie schaffst du das in diesem Zeitraum, der halt heißt 5 bis 7 Jahre oder teilweise noch kürzer. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Freiheit eher zu überlegen, jeden Moment, jeden Morgen mehr, was mache ich jetzt als nächstes, auf welchen Teil zum Beispiel, wir haben jetzt eine Software gebaut, die ist sehr, sehr komplex, die ist mittlerweile eine gesamte Suite, die viele Prozesse in Banken auch umsetzen kann. Hätten wir vor 3 Jahren einen Investor eingenommen, der hat uns gesagt, fokussiere nur auf diesen einen kleinen Kern. Mhm. Das Problem ist aber, dass die meisten Banken nicht nur einen kleinen Kern ablösen wollten, sondern wenn, dann müsste man auch mehrere Sachen. Okay. Mhm. Genau. Und deswegen war immer klar, die Software muss größer sein, damit sie überhaupt angenommen wird. Wenn ich jetzt deine Mitarbeiter, Kollegen, Mitgründer fragen würde, welche Charaktereigenschaft dich ausmacht, was würden sie mir erzählen? Muss ich selber kurz drüber nachdenken. Wahrscheinlich eine Mischung aus kreativ und ungeduldig. Also ich möchte immer, dass Sachen sehr, sehr schnell erfolgreich werden. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder eine Mischung aus Leidenschaft und manchmal auch sehr großem Ehrgeiz. Also wieder das... dass das einhergeht. Ich versuche bei Themen sehr viel Freiheit in der Führung zu lassen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass das Team eigentlich die Sachen umsetzen kann. Und da muss ich dann wieder, das ist für mich dann immer so die größte Balance, zu gucken, wie weit greift man noch ein, wie weit lässt dann das Team das selber gestalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die meisten in dem Zusammenhang auch so erleben. Ich glaube grundsätzlich, wir haben hier eine tolle Kultur und die Leute sind echt happy, wie die Firma ist und wozu aber ganz, ganz viele Leute beitragen. Und da versuche ich einfach, dadurch, dass wir ein gutes Team haben, eigentlich jedem dann größtmögliche Freiheit zu lassen. Auch wenn bei mir immer mal wieder auch natürlich sowas durchkommt wie, hey, das müssen wir noch so und so und schneller machen. Mhm. Zügele ich mich da manchmal auch und sage, hey, okay, ihr habt das schon cool und Bremsen dich dann deine Mitgründer aus, dass sie sagen, Mensch, Ralf, jetzt lass die doch mal machen. Das wird schon, wenn du sagst, dass du ungeduldig bist. Nee, ich glaube so gar nicht. Ich glaube eher, dass wir alle, also zumindest Friedhelm auch diese Ungeduld hat. Mhm. Also weil es eher so, dass wir uns gegenseitig manchmal hochpushen, manchmal wieder sagen, hey, du, das ein bisschen langsamer angehen, ne? Aber ich glaube, da gleichen wir uns immer aus. Aber das Interessante ist, wir gleichen uns nicht wir haben jetzt alle nicht so eine Charaktereigenschaft, die immer ausgeglichen werden muss, sondern das schwankt dann teilweise mal. Mal hat der eine diesen Impuls, mal der andere. Aber dadurch hat sich das auch immer sehr gut austariert bei uns dreien. Und ich habe das vorhin richtig verstanden. Ihr habt euch in der Firma vorher schon kennengelernt. Genau, also ich habe mit der Vorgefirma haben wir uns mal Friedhelms Firma angesehen auch, also aus der Beziehung heraus. Also, wollte ihn schlucken. Ja, also wir haben uns mal angesehen, sag ich mal. Also wir haben uns mal angesehen, was er so in der Vorgefirma gemacht hat, sagen wir mal so. Und dann lief halt daraus diese Gespräche immer weiter und wir hatten coole Ideen und als dann klar war, wir gehen in den Exit rein, haben wir gesagt, okay, lass doch das nächste Mal was zusammen machen. Aha. Und so kam das dann mit Friedhelm und Friedhelm und Stefan kannten sich schon aus der frühen Kindheit. Ach ja, das sind so Sandkast-Buddies. Ja, ich glaube Grundschule, aber ja. Ja, okay. Tolle Vertrauensbasis, wenn man da irgendwie sich so lange kennt, natürlich, ja. Absolut, ja. Klar. Wofür hast du denn schon die meisten Komplimente bekommen, für welche Charaktereigenschaft? Du merkst, es ist eben nicht nur ein Business-Interview. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, dass du Fragen aus der Community. Ich glaube, dass ich sehr integer bin in wichtigen Momenten. Also dass ich da versuche immer keinem, also ich versuche Menschen im besten Sinne entgegenzutreten. Und das war zumindest das Letzte, was ich mal gehört habe als Feedback, mal, dass das sehr positiv aufgenommen wird, dass man das Gefühl hat, dass man da mit allen Themen mal zu mir kommen kann oder dass es auch generell keine Missgunst gegenüber irgendwas gibt. Also das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Mhm. Wenn du sagst, ihr habt eine gute Unternehmenskultur, wie versucht ihr das zu steuern als
Gründerteam? Super schwer. Ich glaube, Kultur entsteht und man kann einfach als Gründer kann man sich überlegen, dass man sie versucht zu formen, indem man sagt, wir sind so toll und wir können irgendwie das als Beste oder keine Ahnung was. Oder man lässt sie entstehen und versucht auch nur zu sagen, ein paar Sachen gehen halt nicht. Und das ist so, wir haben, glaube ich, eine sehr aktive Kultur, also Leute, die sehr viel zusammen machen. Wir machen Teambuilding-Offsites in Spanien oder machen dann auch viel im Team untereinander, miteinander. Wir haben eine unheimlich gute Verzahnung zum Beispiel zwischen Business Development, Sales und Product, also die beiden Teams, die sprechen viel miteinander, machen viel miteinander. Und das ist einfach das, was wir auch fördern wollen. Das ist erstmal super. Mhm. Und dann gibt es immer so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, als Gründer setzt man so die Spielregeln für einige Themen fest und guckt halt, dass dann quasi einige Sachen nicht gehen, also dass man nicht, sag ich mal, nicht irgendwie auf einer Sommerfest mit vielen Kunden betrunken ist oder solche Themen, ne? Mhm. Dass man so, und trotzdem auch eine Lockerheit in der Kultur schafft. Und das ist nicht einfach, weil dann hat man beispielsweise unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Hintergründe, kulturelle Hintergründe, und für den einen ist vielleicht etwas ein Problem, was für den anderen kein Problem ist. Und dann halt zu gucken, dass alle einfach mit dem Grundsatz reingehen, solange du mich nicht persönlich irgendwie einschränkst, ist alles cool. Und das sind so die Art und Weise, wie wir es versuchen zu machen. Aber es ist eine der herausforderndsten Aufgaben, glaube ich, als Gründer, diese Kultur unkompliziert, einfach, aber auch proaktiv, dass jeder sich einbringen möchte, keine Leute, die Motivationsverluste haben, zu schaffen. Ja. Ja, man sieht ja in vielen Startups in Berlin immer den Kicker oder irgendwelche anderen, ein Belgenbad oder so. Das habe ich bei euch nicht gesehen. Ja, du warst in einem Raum nicht? Ah, das Spielzimmer. Wir haben einen Kicker, wir haben auch eine Xbox hinten. Da kommen dann ganz witzige Momente rein. Dann bin ich mal mit dem Vorstand von der Bank zurück ins Büro gekommen und da saßen dann zwei Kollegen und haben hinten irgend so ein Slay-Game, also irgendwas, wo man sich gegenseitig abschlachtet, gespielt. Oh, also so ein Battle-Game. Und, das kam nicht so gut, vermutlich. Ach doch, das erwartet man ja heutzutage als Bankvorstand von einem Fintech. Hat absichtlich gemacht. Nee, so weit würde ich nicht gehen, aber da kommen dann ganz witzige Konstellationen rein. Dann habe ich auch einmal einen Termin mit einem Kunden hier vor Ort gehabt. Und für mich ist, wenn ich ins mein Büro gehe, völlig normal, dass ich auch mal in kurzen Hosen komme, wenn Sommer ist. Mhm. Dann gab es den Spruch von einem Kunden, Ralf, wenn ich wusste, dass du eine kurze Hose trägst, hätte ich mir meine Krawatte ausgezogen. Mhm. Und man merkt ja schon so, dass es... Aber es wird auch witzig akzeptiert. Die Leute wollen durchaus diesen Kontrast. Und fürs Team war immer wichtig, dass wir authentisch sein können, dass die Leute ja auch sein können, wie sie sind. Und das versuchen wir schon auch zu fördern. Aber hättest du denn, also die kurze Hose, hast du einfach nicht dran gedacht, dir eine lange Hose anzuziehen? Oder war es dir egal? Eine Mischung. Nee, also ich glaube, in dem Fall habe ich wirklich nicht direkt dran gedacht, aber andererseits, es ist auch Teil der Kultur hier, dass man sagt, man kann auch mal so in den Termin reingehen. Ja. Wenn ich zu einer Bank gehe, wo auch die Kunden der Bank sind, dann ziehe ich mir natürlich was anderes an. Ja. Aber wenn es hier in unseren Büros ist, dann ist es für mich völlig okay, so auch reinzugehen. Ja. Wie gut kannst du mit Kritik oder mit Lob umgehen? Du hast gerade gemerkt, mit Lob tue ich mir schwer. Das ist bei vielen so, ne? Dass sie sich ganz groß schwer tun mit Lob. Genau, also Lob ist tatsächlich immer das ist vielleicht nett, aber Kritik hat immer noch was Konstruktives, wenn sie gut gemacht ist. Also tatsächlich ist mir Kritik manchmal lieber als Lob. Tatsächlich. Weil man einfach merkt, okay, da hat jemand sich Gedanken darüber gemacht, wie man sich selber verbessern kann. Und wenn das sehr konstruktive Kritik ist, dann finde ich das zum Beispiel sehr gut. Mhm. Und Lob fällt dir schwer? Das ist jetzt so dieser Teil des Psychologen-Interviews, ja? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du, also wir hatten jetzt ein paar richtig erfolgreiche Jahre, waren viel in der Öffentlichkeit, und wenn man dann so Awards gewinnt oder so, das ist alles nett, aber das Wichtigere ist immer, wichtigere ist, irgendwie reinzukommen, zu sehen, man sieht, die Firma ist cool, die Leute sind cool, das Produkt ist cool, die Kunden haben Spaß mit uns, es geht wirklich voran, es kommen komplett neue Themen auf, man schafft wirklich eine Veränderung am Markt. Das sind so die Sachen, die mir persönlich wichtiger sind.
Du sagtest Öffentlichkeit, ein gutes Stichwort im Verhältnis zu vielen anderen, die ja in einem ähnlichen Umfeld wie ihr tätig seid, seid ihr ja verhältnismäßig ruhig. Mhm. Ist das eine ganz bewusste Entscheidung, wenig nach außen zu kommunizieren und wenn ja, warum? Ja, weil, also zum Beispiel, also ist es ja, also wir kommunizieren immer also ein paar Sachen gezielt nicht nach außen. Mhm. Zum Beispiel, als wir die Gründerszene Awards für eines der schnellst wachsenden Unternehmen gewonnen haben, haben wir gehört danach von einem VC auch, dass dann ein Pitch Deck, was bei ihm gelandet ist, zum Beispiel gesagt hat, ja, aber guck mal, Finstern und so, es gibt hier Unternehmen in dem Markt, die richtig schnell wachsen. Mhm. Also wir haben gemerkt, dass wenn man in dieser Gründerszene sehr, sehr publik ist, das führt teilweise eher dazu, dass Wettbewerber auftauchen, als dass es neue Kunden gibt. In der Bankenszene versuchen wir sehr publik zu sein. Also in der Szene, wo Bankenvorstände Sachen lesen, das ist eher da, wo wir drauf zielen. Ja. Die Gründerszene zielen wir gar nicht so drauf, weil wir keine Investoren suchen und Mitarbeiter wäre vielleicht manchmal ganz gut, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bringen auch eher Wettbewerb auf den Plan, wenn jemand merkt, dass das da erfolgreich läuft bei einer Firma. Ah ja, okay, verstehe. Wenn du einen anderen Beruf machen dürftest, müsstest, was würdest du sein? Oder noch früher angefangen, als du ein kleiner Junge warst. Da träumen ja viele irgendwie von Berufen, die sie später gar nicht ausüben. Ich glaube, damals wäre ich sehr Richtung physische Jobs gegangen, also so als Polizist oder so als Kind. Mhm. Dann gab es so eine Phase, wo es eher so architektonisch war, Architektur oder sowas vielleicht, weil einfach gestaltend. Ich glaube, heute wäre es tatsächlich entweder Softwareentwickler oder oder vielleicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, das irgendwas anderes zu machen als unternehmerisch aktuell, ehrlich gesagt, weil ich glaube einfach, dass es so viel Spaß macht, diese Freiheit gerade zu haben und so gestaltend zu sein. Mhm. Und auch wenn man guckt, so als Kind, da habe ich ganz viel so Strategiespiele immer gerne gemocht, wo man überlegen muss, das ist so mein Möglichkeitsraum, was kann ich daraus machen, welche Strategien funktionieren, welche nicht. Und deswegen glaube ich am Ende, Unternehmer ist schon das, was mich am meisten kickt und ich glaube sonst gibt es da ganz viele super spannende Jobs, sicherlich auch von, sag ich mal, von sowas wie in der als Ausbilder oder in so lehrenden Berufen zu sein, aber ich glaube ehrlich gesagt, mir will immer was fehlen. Mhm. Wie schaffst du denn dann den Ausgleich, weil Unternehmer, Software ist ja sehr, sehr computerlastig, wahrscheinlich arbeitest du auch wahnsinnig viel, du zuckst gerade so, war das ein naja, geht so, oder du hast ganz schön recht, das ist sehr viel. Also ich glaube, es war am Anfang was richtig hart, ja, also gerade die ersten Jahre war man wirklich so mit klassischen 70-Stunden-Wochen auch dran, wobei ich glaube, auch da gibt es noch ganz andere Extreme als 70 Stunden. War das so eine Grenze, die du dir gesetzt hattest, oder? Ja, mir war Freizeit immer schon sehr wichtig, auch und mir war Effizienz immer sehr wichtig. Also auch, dass man die Sachen schnell und gut macht. Und wenn man anfängt, irgendwie nur noch zu arbeiten, dann wird man zwar, man verliert in Effizienz, man verliert auf jeden Fall in Effektivität, also darin, die richtigen Sachen zu machen. Aber man verliert halt in beidem, also auch Effizienz nimmt einfach ab. Und deswegen war ich immer eigentlich jemand, der jetzt gerade auch aktuell, ich bin froh, wenn ich öfter mal auch zum Sport komme oder früher Feierabend machen kann, das ist schon auch Teil des Ganzen. Das heißt aber auch genauso, dass dann wieder der nächste Tag ist, wo ich dann irgendwie mal einen Tag habe, wo ich dann in drei Städten bin und dann irgendwie einfach nur noch bis 12 Uhr im Zug noch an Sachen arbeite. Mhm. Also es gibt beides. Das ist, glaube ich, immer so ein Hin und Her. Welchen Sport machst du? Also ich habe früher viel Ballsport gemacht, das ist mittlerweile schwerer geworden, also viel Fußball gespielt vor allem. Ah ja, ich dachte, jetzt kommt eher so Basketball, weil du bist ja nicht gerade klein gewachsen. Nee, Basketball war davor, genau. Oder beziehungsweise mit 18 so, Fußball war die ganze Zeit immer. Habe ich von, ich glaube, von 6 bis 20 gespielt. Na, im Ruhrgebiet muss man das ja fast machen. Ja, ja klar. Ist ja Heimatstadt quasi, ne, dann des Fußballs. Also wir haben auch viel Glück gehabt damals, also viel in coolen Mannschaften spielen können. Aber die jetzt aktuell sind es eher so Sachen wie Obstacle Races, also quasi, kennst du das? Obstacle Races, wenn du, gibt so verschiedene, so Spartan Race, Tough Mudder, Viking, wo du so quasi dich durch Hindernisse auf Zeit durchbewegen musst.
Sowas sehr bei Wind viel, und Wetter, oder? Bei Wind und Wetter, absolut. Das ist das Schöne, ist ja sogar bei schlechtem Wetter, es macht so mehr Spaß. Ja, ja. Und das ist dann, man sieht immer die Bilder, wenn dann irgendwo mal so ein Race war, ne? Nee, genau, und sowas. Sowas zum Beispiel. Was ist daran so schön, da durch den Schlamm und durch den Regen? Und ist das der Ausgleich zu digital? Ja, vielleicht ist es das, aber auch einfach, ich glaube, das ist einfach das Kämpfen. Mhm. Also ich glaube, an die Grenzen gehen ist das Schöne dabei. Mhm. Wirklich halt so gucken, dass man so richtig schön leidet, bis es so auf die Zielgerade geht. Und das generell auch so bei allen Sportarten. Ich habe letztes Jahr mal die Challenge gesetzt, 10 Sportarten neu auszuprobieren. Einfach, um so ein bisschen reinzukommen in verschiedene Sachen. Und ich finde, es gibt immer zwei ganz schöne Phasen beim Sport. Immer die eine, wenn du was Neues lernst und wirklich merkst, die Bewegungsabläufe werden besser. Sei es jetzt, du stehst auf dem Brett besser oder sei es, du hast ein besseres Abrollen im Kampfsport oder so. Oder halt dieser andere Punkt, wo es dann halt darauf geht, dass man die Grenze erreicht. Also wirklich, wo man merkt, wie der Körper macht an der Stelle zu. Und kurz davor und davor gehst du durchs Ziel, das ist natürlich auch schön. Welches von den 10 Sportarten ist denn geblieben? Nee, es war ja das Ziel, die auszuprobieren. Also ach so. Die geblieben sind die Obstacle Races damals. Das habe ich damit habe ich letztes Jahr angefangen und das ist bis heute geblieben. Und was war das Ungewöhnlichste? Das Ungewöhnlichste, ich überlege gerade. Also Krav Maga ist mittlerweile ja schon, Kampfsport ist schon, ist jetzt nicht so super ungewöhnlich. Das habe ich mal ausprobiert. Speerwerfen war vielleicht ganz witzig. Wie aber kommt man denn dazu? Über diese Obstacle Races. Ach so. Da muss man halt einmal mit dem Speer werfen. Die sind ganz schön schwer, oder? Ja, ja. Aber das habe ich auch nur einmal ausprobiert. Das war danach auch wieder zu Ende. Also von daher, nee, also da waren noch andere Sachen dabei auch. Also es gab zum Beispiel Bogenschießen dann auch. Mhm. Das ist aber wieder typischer. Speerwerfen ist, glaube ich, schon ein bisschen exotischer. Mhm. Ich versuche da einfach immer mal was Neues auszuprobieren und irgendwie im Kopf dabei zu bleiben, auch immer neue Sachen zu testen. Ja, jetzt hast du ja, das hast du mir ja im Eingangsgespräch erzählt, du hast ja jetzt auch einen kleinen Sohn. Ja. Wie sehr kannst du das sozusagen in deinem umtriebigen Alltag, wie gehst du damit um, jetzt ein junger Familienvater zu sein? Vorher 70 ja. Stunden, irgendwie, wie alt ist der Kleine? Ein Jahr. Mhm. Ja genau, es ist jetzt ein Jahr geworden am Wochenende, gerade erst frisch. Ach schön. Das klappt gerade ganz gut, also ich bin aktuell wohne ich 10 Minuten von hier entfernt vom Büro. Ich laufe ganz normal hin. Mhm. Kann also die Zeit wirklich nehmen, auch mal um 7 Uhr nach Hause zu gehen, den Kleinen ins Bett zu bringen. Morgens nehme ich den eh immer, steht er meistens um 6.30 Uhr auf. Dann, das ist ja bei den Kleinen so, ja. Genau, dann hat man den erstmal eine Stunde. Ja, schön. Und das Coole ist, aktuell kann man noch gut Sachen miteinander verbinden. Ich mache dann noch so ein paar Fitness-Sachen morgens, da so TRX und solche, weil du das kennst, sind so Trainingsseile quasi, die man sich so reinhängt, mit eigenem Körpergewicht arbeitet. Und du hast dort eigenes Gym zu Hause. Ja, genau. Ich habe auch Langhantelbank und all sowas. Ja, genau. Und das ist halt, das findet der Kleine total witzig. Und meistens das kann man natürlich so zwei Sachen miteinander verbinden. Einmal Zeit mit dem Kleinen verbringen und gleichzeitig findet der es total witzig, wenn Papa sich da bis ein bisschen reinhängt in die Übung. Von daher, das ist so gerade, das lässt sich eigentlich gerade ganz gut verbinden, finde ich. Aber man muss dafür die Rahmenbedingungen natürlich schaffen auch. Also für uns war es ganz wichtig mit Finnzeit zum Beispiel, dass ich Leute habe, die den Vertrieb komplett alleine machen können, dass ich da quasi noch mit auftrete, aber dass eigentlich die operative Vertriebsverantwortung im Team schon komplett ist. Weil sonst reist du ja jede Woche 3-4 Städte ab. Ja. Aber dafür war es auch wichtig, halt, dass wir nach Frankfurt ziehen und halt in die Nähe ziehen. Mhm. Fällt es dir schwer, solche Aufgaben abzugeben und dann tatsächlich vielleicht auch so eine Art wie, naja, Kontrollverlust ist das falsche Wort, aber zumindest nicht mehr alles über den Schreibtisch laufen zu lassen? Eigentlich nicht, nein. Also ich glaube, es ist immer, man hat immer so eine Sicht drauf, wie man Sachen machen möchte, aber man muss auch, glaube ich, einfach hinnehmen, dass das andere anders machen. Mhm. Und das Schöne gerade bei Vertrieb oder Marketing ist, es ist sehr ein zahlengetriebenes Spiel. Mhm. Das heißt, du kannst immer sehen, läuft das gerade gut oder läuft das gerade nicht so gut. Okay. Und wenn es gut läuft, dann kann man sie entspannt zurücklehnen. Ja, so schön ist es noch nicht. Also so schön, dass man sich einfach nur zurücklehnen kann, ist dann auch nicht, weil dann kommen die nächsten Sachen. Man baut ja so eine ganze Firma über die Zeit immer weiter auf. Das heißt, wenn dann der Funnel, also der Vertriebs
Vertrieb generell schon mal sehr gut strukturiert ist, dann muss man das Interfacing zum Produkt nochmal besser machen oder dann fängt man an, dass man das Sales Reporting besser aufzieht, dass man guckt, dass man wirklich genug Inbounds hat beim Marketing und also das Ganze ist ja wie so eine Maschine, die wo man immer wieder an irgendeiner Stellschraube nochmal drehen kann. Und du bist auch nicht der Typ, ne, der sich still irgendwo hinsetzen kann, so wirkst du nicht. Ja, also wir haben uns da... Ich meine, irgendwie ganz viel Sport und den Unternehmensaufbau, ja. Eine Familie nebenher zu haben, das... Macht Spaß. Also es ist völlig, es gibt mir viel zurück, also deswegen glaube ich, ich komme in wenig Ruhephasen schon aus, das stimmt schon, das ist, ist so, aber so im Alltag, glaube ich, klappt das noch ganz gut, auch sich mal zurückzuziehen. Ja. Was war deine beste Entscheidung im beruflichen Kontext? Das, ich glaube, dass das aus der Mitte des Lebens zu sagen, ist noch schwer. Also bis jetzt glaube ich, bis jetzt war es die Gründung der Ventures mit der, in Kombination mit der Entscheidung, FinSight selbst zu fanden. Mhm. Also, weil wir hatten durch die Freiheit, durch die FinSight, dadurch, dass wir es komplett ohne Investoren gemacht haben, die Möglichkeit, uns verschiedene Sachen nochmal anzuhören. Und dann kamen vor einigen Jahren mal so Ex-Bankenvorstände oder auch sehr, sehr seniore Bankmitarbeiter auf uns zu. Und der erste von ihnen war der Michael Dreiner, der war früher bei Goldman Sachs auch und sagte, er hätte irgendwie eine Idee, wie man so einen Schuldscheindarlehensmarktplatz aufbauen kann, aber er hatte keine Technologieressourcen. Und so fing das halt an, dass wir neben FinSight halt die FinSight Ventures gegründet haben, die ihrerseits jetzt 7 Beteiligungen halten und die auch mittlerweile einen ganz schön ordentlichen Unternehmenswert in den Büchern in Anführungszeichen haben, was etwas ist, was wir auch in Zukunft ein bisschen mehr kommunizieren werden, aber momentan halten wir es noch sehr bedeckt, aber mittlerweile sind die 7 Beteiligungen schon sehr, sehr gut gefundet. Und wir haben daraus jetzt, wir werden das bis zum Ende des Jahres noch auf 9 ausweiten. Und diese Entscheidung konnten wir, glaube ich, nur deswegen fällen, weil wir eben keine Investoren drin hatten, die gesagt haben, fokussiere dich auf das jetzt nur das und jetzt guckst du, dass du 7 Jahre rennst oder 5 Jahre rennst und verkaufst. Wie muss ich mir das vorstellen mit eurem Venture-Arm quasi? Genau, die Ventures sind eine Firma, die neben dem, also auf die kommen eigentlich eher Seniore Bankvorstände, Seniore Bankmitarbeiter, Bankvorstände, wir haben da ganz unterschiedliche Profile mittlerweile dabei, die von Ex-Vorstand von Donner Reuschel reichen bis zu Ex-BCG-Lern, also auch Beratungsmitarbeiter manchmal. Und die kommen halt immer mit einem Business-Thema auf uns zu, wo die sagen, sie sehen einen Markt. Wir sind vor allem unterwegs in Finanzmärkten, in Asset Management. Da ist dann so, dass wir dann die Finanzierung teilweise mit orchestrieren, die Entwicklung mitstellen und quasi auch mittlerweile Shared Services anbieten, wie HR, die wir als FinSight genauso konsumieren, also wo wir quasi eine Shared Service-Ebene über die ganzen Ventures gelegt haben und dadurch halt in der Lage waren, so ein Venture sehr, sehr schnell hoch zu skalieren. Und das ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, relativ gut geklappt, hat das bei 7 Ventures jetzt schon und jetzt bauen wir es weiter aus. Ich habe das eingangs noch nicht ganz verstanden. Warum habt ihr das gemacht? Weil wir die Opportunität gesehen haben, dass gerade halt, also ich sage mal ganz simpel, bei uns, auf uns kamen immer mehr Leute zu, auch von Kunden teilweise oder von Banken aus dem Markt, die gesagt haben, ich hätte da eine Idee, was am Markt noch fehlt. Und die dann gesagt haben, wir würden da gerne irgendwas machen. Aber wir haben keine Ahnung von Technologie, wir wissen gar nicht, wie man das aufbauen sollte. Und dann haben wir halt das gemacht und haben dafür halt, wir bekommen ja halt mehr Anteil an diesen Unternehmen dann. Dadurch haben wir halt einen signifikanten Unternehmenswert auch aufbauen können in der Zeit schon. Also in der FinSight Ventures zusätzlich zu der FinSight. Das heißt, wir haben jetzt aktuell eigentlich 2 Firmen, die für sich alleine schon sehr, sehr gut laufen. Das heißt, ihr seid aber auch als Company Builder damit aktiv, kann man das sagen? Ja, also wenn du den Begriff so wählen willst, kann man das so sagen. Also wir haben für uns da gesagt, erstmal wir sind jemand, der Startups mit aufbaut. Wie gesagt, wir orchestrieren die Finanzierungsrunde, wir machen sie aber nicht selber. Aber es sind teilweise Leute, die mit denen wir schon mehrere Firmen gemacht haben. Wir orchestrieren, also wir bauen die Entwicklung. Also wir haben das in FinSight Ventures ein separates Software-Team nochmal, das die Entwicklung dieser Produkte übernimmt.
und haben dann auch ein paar Shared Services wie HR umgebaut und mit dem ganzen Paket helfen dann Gründern am Anfang. Okay. Und ob es ein Company Builder ist, ich glaube, Company Builder ist eher so der Ansatz, man hat eine Mehrheit am Unternehmen und stellt die Gründer dann in der Firma an. Mhm. Unser Ansatz ist eher, wir haben Minderheitsanteile im Unternehmen und das sind Gründer, die auf uns zukommen. Mhm. So ist es momentan. Das heißt, es sind schon bestehende Gründer und ihr findet die dann? Oder? Genau, also wir haben mittlerweile ganz viel aus dem Netzwerk, also durch die bestehenden Ventures auch. Deswegen ist es auch was, was wir momentan immer sehr, sag ich mal, day by day gucken. Also wir gucken immer wieder, gibt es da ein weiteres oder gibt es da keins? Ist das etwas, was wir machen würden oder nicht? Und wenn das sich gut anhört, dann nehmen wir es noch mit rein. Aber wir machen da auch genauso eine Due Diligence wie ein VC, weil wir auch gucken müssen, wir können pro Jahr immer nur 3-4 machen und müssen dann immer sehr genau auch gucken, welche wir nehmen und welche wir fokussieren. Aber das macht ihr nur in Frankfurt oder ist das eine Möglichkeit, mit der ihr auch international natürlich auch Technologien suchen könntet, oder? Also wir haben, also die Ventures selber, die sitzen eins sitzt in Frankfurt, eins in London, Düsseldorf, Köln, München, also da haben wir ganz viele Standorte mittlerweile, Leipzig auch. Ach so, weil du vorhin ja sagtest im Vorgespräch, ja, dass ihr jetzt im Tech-Quartier sozusagen aufschlagt und deswegen... Genau, im Tech-Quartier haben wir das Büro der Ventures selber, also der Fintech Ventures GmbH, das Büro sitzt da. Ach so, okay, ich dachte, aber eure Ventures selber, die Gründerteams würden da auch sozusagen aufschlagen. Das sind alles Leute, die haben schon längst Familie oftmals. Also die Gründer sind gar nicht so jung, wie man denkt. Ne? Die meisten haben schon Familie, sind ein paar Jahre älter noch als ich. Und deswegen ist es eher so, wo wir uns im Standort immer nach dem Gründer richten. Mhm. Okay, also ihr braucht die auch gar nicht hier vor Ort, sondern... Nein. Ja, verstehe. Was war denn die dümmste Entscheidung in deinem beruflichen Kontext? Dümmste? Nachdem wir vorhin über die beste Entscheidung gesprochen haben. Das war einmal in der Software, im Softwarevertrag, das war aber noch vor FinCite, das war in dem Softwarevertrag nicht klar genug geregelt zu haben, wem Intellectual Property gehört, weil das kann einem ziemlich auf die Füße fallen. Mhm. Und ich würde sagen, das war wirklich mit Abstand die dümmste. Mhm. Wie ist sie dir denn auf die Füße gefallen? Am Ende glimpflich, aber mit ein bisschen weniger Glück hätte das auch größeren Impact haben können. Mhm. Deswegen, also wenn du solche Themen hast wie Intellectual Property, gerade in der Softwareentwicklung, da muss man immer sehr vorsichtig sein bei solchen Themen. Mhm. Und wenn dann jemand die Intellectual Property aufgrund eines Kommas, was man im Vertrag falsch gesetzt hat, dann hinterfragen kann, dann hast du auf einmal wegen einer ganz, ganz kleinen Kleinigkeit einen großen Effekt. Yeah. Am Ende ist es alles glimpflich verlaufen, aber zu der Zeitpunkt hätte es auch einen Deal verhageln können, der ziemlich wichtig war. Das heißt, woraus hast du mehr gelernt? Aus der guten Entscheidung oder aus der dümmsten Entscheidung? Boah. Du stellst Fragen. Das ist mein Ziel. Schwer. Schwer, das abzuwägen. Also ich glaube klar, aus Fehlern lernt man viel. Ich glaube, die Kunst ist immer, die ganz dummen Fehler zu vermeiden und nur die klugen Fehler zu machen. Was auch nicht ganz einfach ist, aber das heißt... Kluge Fehler, das ist nett, ne? Also, ich glaube, wichtig ist, es gibt im ganzen Startup-Bereich, wirst du ja auch wahrscheinlich oft gehört haben, fail fast, ne? Mhm. Also Hauptsache, mach den Fehler schnell. Da halte ich gar nichts von. Das ist für mich ein kompletter Irrglaube, der auch durch VCs teilweise sehr stark eingehämmert wird, wenn man halt Geschwindigkeit will. Ich glaube, Entscheidungen bedachter zu machen, auch wenn das mal heißt, dass man nicht so unheimlich krass schnell ist, wie jetzt wenn man die Entscheidung einfach fällt, ist trotzdem gut. Also sich Entscheidungen, ich glaube, die Fähigkeit, Entscheidungen gut zu treffen und Entscheidungen gut zu durchdenken, ist eine der wichtigsten für einen Unternehmer. Mhm. Deswegen glaube ich, was uns immer wichtig war, auch mir vorher auch immer schon wichtig war, war halt die Entscheidung nicht einfach zu treffen. Also deswegen vielleicht bei den Sachen, die vielleicht jemand nochmal stören könnte, ist, dass ich mir bei Entscheidungen manchmal auch Zeit lasse und die sehr bedacht mache. Trotz deiner Ungeduld. Trotz meiner Ungeduld. Trotz meiner Ungeduld. Mhm. Da zwinge ich mich dann manchmal zu, Entscheidungen sehr genau zu durchdenken. Mhm. Bist du eher dann ein Kopf- oder ein Bauchtyp? Ich würde sagen, eher ein Kopftyp von der Einordnung. Mhm. Wobei viel Energie kommt viel aus dem Bauch und der Kopf versucht dann nochmal gegenzusteuern und zu sagen, so muss man die kanalisieren. Aber letztendlich hat dann der Kopf die finale Entscheidung getroffen. Ja, ich glaube schon. Mhm. Okay.
Eine Frage war, was glaubst du, was machen Retailbanken falsch? Ja. Warum lachst du an der Stelle so? Ne, weil ich immer gucken muss, wie weit ich meinen Kunden auf die Füße trete. Also was das machen... Die nächste Frage ist, was machen sie denn richtig? Okay, ich fange mal mit dem Falsch an. Was machen Banken falsch? Retailbanken, Privatbanken, alle Banken, ist technologisch ist das Jahrzehnte zurück. Mhm. Also es ist... Man fängt jetzt langsam an, auf die Legacy-Systeme, das machen sie richtig, auf die Legacy-Systeme API-Layer zu legen, das heißt langsam Anbindbarkeit zu schaffen. Sind ja auch viele Investoren gerade sehr aktiv, in solche Technologien zu investieren. Mhm. Ist auch ein absolut gutes Feld. Also ich glaube, jeder, der Middleware gerade baut, der tut gerade den Banken großen Gefallen. Was machen sie, das machen sie so gesehen richtig, die Banken, viele Banken, längst nicht alle. Was machen sie falsch? Das ist... Ich habe bei Banken oft das Gefühl, also als wir unsere Software gebaut haben, haben wir gesagt, die Software kann irgendwie individuelle Next Best Action zum Beispiel machen. Also individuell sagen, für dich, Christina, ist das der nächste beste Schritt, wieder mehr zu sparen, deine Anlage ein bisschen anders zu strukturieren. Über alles hinweg, über deine Konten, über deine Depots, über deine Immobilien, über alles jeweils eine Next Best Action. Wir haben uns das Ganze auch mit BaFin mal durchgesprochen. Ist das irgendwie ein Thema mit Beratungsprotokollierung und sowas, wie müsste man das machen? War alles eigentlich gar nicht so ein Thema. Aber Banken, bei allem, was sie nicht kennen, heißt es immer, ja, aber das geht ja gar nicht, das ist Compliance. Also das müssen wir irgendwie gucken, das ist. Und ich glaube, was Banken wirklich gerade, welche Banken vor allem falsch machen, ist, es gibt immer so einen Satz, den ich gehört habe, als Bankvorstand steht man mit einem Fuß im Knast. Mhm. Ist ein klassischer Satz von Bankvorstand. Ist das nicht bei allen Unternehmern auch so? Nö. Nein, also dass dieser Markt oder dieses Mantra, viele, die eben selber keine Unternehmer sind. Nein, aber das. Aber ist dir noch nicht begegnet? Also ich ist mir begegnet, aber ich glaube, klar, man hat eine Menge mehr rechtliche Verantwortung, aber das sind jetzt keine Sachen, die über das normale Maß, also über ein verständliches Maß hinausgehen. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch viel Angst auch bei Leuten, die natürlich mit Unternehmertum wenig zu tun haben. Absolut. Weil das, glaube ich, oftmals sehr intransparent für Menschen ist, die einfach mit Unternehmertum wenig zu tun haben. Ja. Mhm. Also absolut. Das ist, glaube ich, klar, du hast mehr Verantwortung für Mitarbeiterthemen. Also es kann sein, dass ein Mitarbeiter mit deiner Firma Probleme kriegt, dass du vielleicht in deiner Führungsverantwortung, Leitungsverantwortung quasi fehlgehandelt hast. Du hast das schon eine Menge Sachen, aber Datenschutzthemen, für die du verantwortlich bist, ne, es ist schon nicht wenig. Aber gerade in Deutschland auch, ne? Ja, klar. Mhm. Und wäre es nicht manchmal einfacher, irgendwie... in die estnischen Staaten zu gehen, oder? Ja, also wenn die Banken nicht wären, sag ich mal, unsere Kunden nicht wären, dann wenn ich jetzt normal irgendwo ein Startup aufziehen würde, was Retail-Customer hätte, also B2C wäre, ich glaube, ich würde mir sehr gut überlegen, wo ich es gründen würde. Das müsste aber nicht Deutschland sein. Aber ihr wolltet ja mal B2C machen. Mhm. An welcher Stelle seid ihr abgebogen und warum? An der Stelle, als wir gemerkt haben, dass das Verhältnis aus Customer Acquisition Cost, also Kundenakquisitionskosten, und anders gesagt, wir hätten ein Unternehmen bauen müssen. Wir haben damals auch über Robo-Advice nachgedacht, da gab es noch keinen wirklich großen am Markt in Deutschland. Und wir sind einfach zum Schluss gekommen, hätten wir das B2C gemacht, dann hätten wir die Entwicklungskosten komplett selber getragen, wir hätten die CACs bezahlen müssen, wo wir auch simuliert haben und eigentlich zum Schluss gekommen sind, dass das ganz, ganz schwer wird, erst nach 8 Jahren, 9 Jahren, wenn überhaupt, jemals positiv zu werden. Also bei uns ist der Business Case nicht aufgegangen, als wir das B2C überlegt haben. Und dann haben wir B2B überlegt und B2B haben wir dann mit Banken gesprochen und haben wir denen die Technologie gezeigt, die wir uns so vorstellen, und dann kam sofort das Feedback, ja, können wir gebrauchen. Und dann sind wir halt Richtung B2B gegangen. Wie erklärst du denn deiner Oma, was ihr macht? Achso, das ist, ich versuche es mal so einfach wie möglich. Also unsere Software guckt dir all deine Finanzen an, also deine Konten, deine Depots, deine Immobilien, deine anderen Wertgegenstände, und sagt dir auf der Basis, was du besser machen sollst. Und diese Software nutzen Banken für ihre Prozesse. Also diese Software bieten Banken ihren Kunden wiederum an. Das ist so in Nutshell. Genau, aber deine Oma kann dem folgen, sozusagen. Ich habe keine Oma mehr. Also von daher. leider kann ich das nicht testen. Ja, aber das ist ja immer ganz spannend, ne? Die Oma steht ja sozusagen immer nur exemplarisch für jemanden, der einfach damit wenig zu tun hat, ne? Und dann so komplexe Themen, gerade wie Software, Bankensoftware, Finanztechnologie, ist super schwer.
Ich glaube, ich habe einen kleinen Neffen, versuch's mal mit dem. Wie alt ist der? Der ist 12. Das war so ein Beispiel. Ja. Dann konnte ich dem irgendwann mal zeigen, dass Banken unsere Software in ihrer App eingesetzt haben. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, da hat er sich die App runtergeladen, ne? Hat er selber mal getestet, weil es das selber angesehen. Mhm. Und hat mir dann immer gefragt, wo ist denn eure Software? Ist das eure Software? Macht die das auch? Macht die das auch? Und so. Also deswegen, ich glaube, wenn... Ein guter Lackmustest, was alles noch kommen muss. Auch das, ja. Also ich glaube, aktuell, wenn du guckst, wer so unsere Software normalerweise sieht, dann ist der Endkunde manchmal im Frontend der Bank, aber da sind wir im Hintergrund. Mhm. Oder halt der Berater. Mhm. Berater und Portfolio-Manager von Banken, die sehen die. Und das sind aber alles sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Das heißt, wir haben in der Regel, wenn ich jetzt meine Software als Frontend, die Beratersoftware, meinem Neffen zeigen würde, ist, glaube ich, schwerer. Mhm. Weil da würde er halt erstmal sehen, wie ein Portfolio aussieht, wie er strukturiert ist, was für Break. Also, da wird schon schwer, in welchen Ländern ist er. Also ich würde ihm sagen können, guck mal, die Software zeigt dir gerade, in welchen Ländern hast du dein Geld, in welchen Asset-Klassen, wird schon wieder richtig schwer. Also, allein das schon wieder zu erklären, ne? Ja. Mhm. Also ist schon, wir sind, glaube ich, in einem sehr komplexen, hochanspruchsvollen Bereich. Ich glaube auch, ja. Muss man sich so, aber ist auch wieder schön, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man halt auch ganz gute Ausgangsbedingungen. Mhm. Also ihr seid so ein bisschen weg von diesem Robo-Thema, ne? Ja, also wir haben angefangen, wenn du mit einer Bank anfängst zu arbeiten, dann ist es immer am einfachsten, irgendwo zu arbeiten, wo die noch nichts hat. Also beispielsweise RoboAdvisor war damals neu. Das heißt, wir haben dann angefangen, mit 3-4 Banken RoboAdvisor zu bauen. Aber perspektivisch, und das war dann auch immer so der Trend, den wir hatten, wurde unsere Software immer mehr im Kernprozess eingesetzt. Mhm. Weil die Banken hatten schlechte Portfolio-Management-Software. Die hatten schlechte Beratungssoftware. Und um halt eben dann bessere Beratung und besseres Portfolio-Management zu machen, haben wir halt gesagt, okay, jetzt setzen wir unsere Software auf diese Prozesse mehr an. Naja, weil also von Robos spricht man ja schon seit vielen Jahren, dass das die Zukunft der Bankgeschäfte ist für Kunden, für Banken, für etc. etc. So richtig durchgestartet sind sie ja nicht, noch nicht. Nein. Kommt das noch in deiner Einschätzung oder... Ich denke schon. Oder ist es nicht, ich glaube, dass Robos die Zukunft sind? Nee, ich denke schon. Also das ist, ich glaube, man muss sich angucken, was bieten die genau an aktuell. Die bieten an ETF-Portfolien mit einem hübschen Dashboard und einer schönen Antragsstrecke. Aber im Endeffekt stehen da drin 5-6 ETFs, vielleicht ein paar mehr. Und dafür will aber der Anbieter nochmal 0,75 haben. Mhm. Das ist halt einfach aus meiner Sicht, da hast du zwei Zielgruppen am Markt, oder mehrere, aber nehmen wir mal zwei extreme Zielgruppen am Markt. Du hast die einen, die sind enorm kostenbewusst, die wollen sich ihren ETF, die würden zwar ein Robo nutzen, aber der muss dann so teuer sein wie der ETF selber. Ja. Mhm. Und die anderen sind halt eher wenig nah am Thema und wollen das komplett abgeben an jemand anderen. Und ich glaube, da bist du halt bei zwei Zielgruppen, die nicht sehr dankbar sind. Bei der einen musst du nämlich komplett die Kostenschraube drehen und bei der anderen musst du eine hohe Kundenakquisitionskosten bezahlen, um überhaupt erst auf die Plattform zu kriegen. Mhm. Von daher glaube ich, RoboAdvisor, ja, die werden noch erfolgreicher. Mhm. Ich glaube, gerade bei diesen klassischen ETF-Kunden, wenn man günstiger wird als RoboAdvisor. Und sonst wird es ganz viel Hybrid werden. Also, dass der Mensch gemeinsam mit dem Berater, gemeinsam mit dem Kunden auf Software blicken kann oder der Kunde die Software dann nutzen kann, aber einen Berater hinzuholen kann. Diese nahtlosen Übergänge zwischen Mensch und Maschine, die werden immer mehr. Mhm. Wie würdest du denken, wie lange braucht das noch? In welchen Zeithorizonten denkst du? Also ich glaube, bei dem Punkt, wann RoboAdvisor mehr und mehr... Also so eine Asset, es gab ja mal diese Etikani Prediction, glaube ich, die ist 2020, hätte man jetzt bei 2 Trillionen sein müssen. Da ist man nicht. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie weltweit bei, ich glaube, 560 waren das. Ich bin jetzt auch gerade nicht sicher, vor allem bei der englischen Übersetzung der Zahlen. Ja, da muss man immer so ein bisschen dieser Größe Kommas... Genau. Also auf jeden Fall in Deutschland, wenn man guckt, so ist es man in der Diffusion noch einfach relativ am Anfang. Also man hat einfach noch nicht so viele quasi so viele Kunden, wie man ursprünglich mal angenommen hätte, dass es heute geben würde. Mhm.
Und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten 3-4 Jahren etwas stärker ansteigen, weil der Kostenkampf beginnen wird. Mhm. Ich weiß von einigen Robos, die gehen jetzt in so eine richtig günstige Angebotsecke, also wirklich so, dass man unter 0,6 Totalkosten ist und damit bist du dann schon Richtung ETF. Und ich glaube, dann wird das mehr werden und dann ist es so, wie oft, man erzählt dann mal, man spricht mal mit seinen Freunden drüber, wenn irgendwie so 5-6% Marktanteil hat unter den ETF-Kunden schon, dann fängt es langsam an, mehr und mehr zu einem dominanten Thema zu werden. Ich denke, in 3-4 Jahren werden die Assets schon noch andere sein. Mhm. Und wie gesagt, ganz viel, aber was der viel größere Punkt ist, glaube ich, dass die ganze Beratung, die heute noch offline stattfindet, wenn du mit einem, ich sag mal, Makler, Privatbanker, Vermögensverwalter sprichst, dass da immer mehr Technologie hinterstecken wird. Das ist eigentlich der viel, viel größere Markt aktuell noch. Mhm. Du sagst 3-4 Jahre, wo stehst denn du in 10 Jahren? Bist du dann nur noch Investor? Also wir haben ja die Ventures durchaus so aufgebaut als Lebensmodell, dass man durchaus sagt, danach hat man noch viele weitere Startups, über die man arbeiten kann. Dann wird es nicht langweilig. Dann wird es nicht langweilig, auf keinen Fall. Um Himmels Willen, das wäre auch schwer auszuhalten für dich, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Weil das wurde mir nämlich im Vorfeld erzählt, irgendwie, der macht ganz viel, was der an Büchern liest und so weiter. Also dann kam so die Frage, hat sein Tag 48 Stunden? Nö, ich glaube. Aber es gibt ja Menschen, die sehr schnell auch lesen oder eine sehr schnelle Auffassungsgabe haben. Das kann schon sein, ja. Scheinst du dazu zu gehören, ja. Mhm. Nee, also in 10 Jahren, ich kann es dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ich glaube, im Endeffekt, mir macht das super Spaß, was wir gerade machen. Mhm. Ich glaube, ich werde immer Technologiefirmen aufbauen, das ist das, was ich kann, wofür ich brenne. Du wirst kein Boxlehrer werden. Nein, das schon mal definitiv nicht. Nein, aber was danach kommt, wir werden sehen. Also ich glaube, aktuell haben wir super Wachstum und ich habe riesen Spaß daran, die Firma so weiterzutreiben. Und was danach kommt, das wird sich dann irgendwann zeigen. So, und ich schwöre, ja, die Fragen sind nicht von mir. Es kam tatsächlich die Frage, und ich stelle sie auch nicht als letzte, weil das wäre, glaube ich, komisch zum Ausgang. Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei? Nein, soweit noch nicht. Wie könnte es sein, dass diese Frage kommt? Ich will dich auch fragen. Ich habe mich auch gewundert, aber... Müssen wir mal überlegen, von wem die Frage kommt. Also keine Ahnung, nee, also das... Stress mit der, also jetzt als 16-Jähriger mal irgendwie... Genau, zu schnell auf dem Mofa gefahren oder so. Ja, so Geschichten in die Richtung, aber okay. Sonst nein. Auf welcher Webseite verbringst du am meisten Zeit? Oh. Auf welcher Webseite? Gute Frage. Muss ich echt überlegen. Ich verbringe eigentlich relativ, ich glaube aktuell auf unserer CRM-Software. Wenn wir das als Website mitzählen wollen. Nee, sonst wahrscheinlich Medium, solche Geschichten nochmal, aber eigentlich glaube ich relativ wenig. Ich halte mich nicht so ewig lang auf Webseiten auf. Mhm. Was magst du an anderen Menschen? Oh, Leidenschaft vor allem. Mhm. Also Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also ich glaube immer, ich habe für mich immer gelernt, dass ich mit jedem relativ schnell coole Thema hat, der sich für irgendwas begeistert. Es kann jetzt sein für Erziehung, kann sein für irgendeinen Sport, kann sein für Heiltherapien, das kann wirklich jedes mögliche Thema sein. Mhm. Aber sobald ich merke, dass jemand etwas Überzeugung und Feuer drin hat, dann freue ich mich auf das Gespräch. Du hättest also Journalist werden können. Ich glaube, dafür würde mir die Neutralität fehlen. Also, bist du denn so jemand, der sich dann zu den Themen dann auch gleich irgendwie ganz viel Literatur kauft? Oder Experten zu werden? Nein, das nicht. Nein. Ich glaube an das Thema Believability. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Prinzip. Dass man immer, wenn man weiß, jemand kennt sich in dem Thema aus, dann sagst du einfach, hey, ich muss ja nicht klüger werden als der da drin, sondern frage ich ihn einfach, wenn es soweit ist. Ne? Mhm. Und ich habe eher so, dass ich für mich einfach speichere, dann so, hey, da ist jemand, der kennt sich super damit aus. Mhm. Wenn du nochmal was hast, dann fragst du den einfach. Ja, ja. Also auch ein gutes Netzwerk, auch außerhalb. Deines Business, ne? Absolut, also das ist generell, glaube ich, immer wichtig. Mhm. Dann abschließend, finde ich auch eine total spannende Frage, wenn du 3 geschichtliche Personen zum Essen einladen dürftest,
Welche wären das? Das sind echt alles nicht einfache Fragen. Geschichtliche Personen. Ich glaube generell sehr spannend. Ja, du kannst ja alles zusammensetzen. Also von, keine Ahnung, einem ägyptischen Pharao bis... keine Ahnung. Churchill, was weiß ich. Ja, das ist echt, eine gute Frage, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele spannende Erkenntnispunkte. Ich meine, klar, so frühe Ingenieurs, also Ingenieure wie Franklin oder wie Tesla oder so zu dem damaligen Stand, wie man so Sachen eigentlich, weil ich finde es spannend, wenn man guckt, heute ist ganz viel der Innovation ist ja Sachen zusammensetzen. Und wenn man sich guckt, wo so ein Franklin oder ein Tesla oder auch Darwin oder so, wie die Gedanken gekommen sind, wenn noch nicht so viel da war. Das fände ich zum Beispiel super spannend. Und ich glaube auch so aus der ganzen, ich glaube von dem, was wir heute so als Gesellschaftsnormen haben, wäre natürlich auch ganz spannend zu sehen, wie jemand früher geführt hat. Also es gab ja so William the Conqueror oder solche Leute, die sehr, sehr spannende Führungsprinzipien eingeführt haben, um Staaten zu vereinen. Ich glaube auch sowas ist super spannend. Und ja, ich denke, das wäre so die Ecke, in die ich gehen würde. Was würde es zu essen geben? Zu essen geben. Also würdest du eine Pizza holen oder würdest du für die groß kochen? Gute Frage. Ich mag eigentlich so simple Sachen. Ceviche, kennst du Ceviche? Na klar. Sowas oder also generell eher Fisch oder sowas. Ah, ja, okay. Ich glaube, sowas in die Richtung wird es geben. Okay. Ja, spannendes Interview. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ja, mir auch. Danke sehr. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.